hatte eine schöne Zeit gestern. Ich hatte eine schöne Zeit gestern Abend und das Leben meint es gut mit mir. Good morning, liebe Leute. Herrlich schöne, sonnige neue Woche, beziehungsweise bei mir ist noch so ein Tag. Ich mache mich gerade ready für den Spaziergang ins Schönbrunn. Ich war heute so, okay, wenn so Wetter ist wie gestern, so Regenwetter, dann gehe ich heute mal nicht. Ich kann auch mal wieder einen Tag fast nur zu Hause sein. Aber es scheint die Sonne. Es ist zwar urkalt, aber es scheint die Sonne und deswegen geht's raus. Und heute Abend gehe ich eh noch zur Taylor Swift Listening Party. Hatte ich auch noch nie. Ich glaube, bei Midnights gab es das schon manchmal, beziehungsweise ich habe das so in Amerika gesehen, dass die das da teilweise gemacht haben, aber in Wien oder so habe ich es nicht mitbekommen. Aber ich bin sehr gespannt, wie eine Listening Party ist. Ich ziehe mich natürlich sehr Georgia Poet-mäßig an. Es ist meine neue Identity. Es ist eigentlich gar nicht Nora, so schwarz-weiß, aber ich fühle es gerade wieder sehr. Es ist auch ein bisschen Reputation. Und Reputation ist, das war so lustig damals bei der Eras Tour. Da waren es so zwei Girls und die meinten so, was ist euer Lieblingsalbum, weil sie wollten uns ein Armband geben. Und ich habe on the spot gesagt, weil normalerweise denke ich da immer drüber nach, aber on the spot habe ich gesagt Reputation. Scheinbar ist Reputation mein Lieblingsalbum. Und ich freue mich so auf das Re-Recording. Aber theoretisch ist jetzt Tortured Poets mein Lieblingsalbum. Also, ich weiß nicht, wie sie das noch übertreffen will. Bin heute schon wieder einmal durch. Aber ich will nicht so viel über Taylor Swift reden, weil es gibt sicher auch viele von euch, die das aus irgendeinem Grund nicht interessiert. Ich wollte nur kurz Hallo sagen, euch einen schönen Sonntag wünschen. Ich muss da ein bisschen produktiv sein. Ich habe auch gerade, es ist ja dieses Wochenende, treffen Jupiter und Uranus aufeinander. Das macht ganz viel, also es ist einfach eine sehr, boah, eine kräftige Power. Und super gerade zu manifestieren dieses Wochenende. Und es beginnt sozusagen ein 14-jähriger neuer Zyklus. Und ich habe mich heute hingesetzt und ein bisschen geschaut, was kann ich manifestieren. Und ich habe auch nochmal mein Vision Board von Januar angeschaut. Und ich stehe hinter allem noch sehr. Und ich meine, ich habe jetzt nicht auf 14 Jahre geschaut. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Ich habe für dieses Jahr jetzt gedacht. Aber eine wichtige Sache war für mich, in Hinsicht so Karriere und was ich alles mache. Neben meinem sozusagen Angestelltenjob habe ich ja noch vier Dinge, die ich mache: YouTube, Podcast, Newsletter und Bewusstsein. Das ist einfach, das geht sich alles nicht aus. Es sind fünf große Dinge insgesamt und das kann ein Mensch nicht so machen, dass es alles qualitativ hochwertig ist. Und ich will es aber so gerne. Und wir hatten da schon dieses Jahr so ein bisschen drüber gesprochen, vor ein paar Wochen, wo es mir auch ein bisschen sehr schlecht ging mit allem drum und dran. Und dann habe ich schon darüber gesprochen, dass ich einen Weg finden muss, diese Dinge zu monetarisieren, weil das ist der einzige Weg, wie ich irgendwann wirklich selbstständig sein kann und Autorin, YouTuberin, Podcasterin, Bewusstseinsvorstand, was auch immer sein kann und aber auch die Arbeit, die dahinter, also das gut machen kann. Ich will gute Bücher schreiben, ich will, dass wir gute Workshops in Schulen halten mit Bewusstsein, ich will einen tollen Podcast machen und euch und das hier auch noch einfach, ja, genug Zeit haben, mich hier hinzusetzen und über wichtige Themen zu reden, beziehungsweise irgendwie Inspiration nach draußen zu geben, wie auch immer. Aber das auch so, auch rechtlich und so alles richtig zu machen und ach, was weiß ich was. Gibt so viel zu sagen, aber letztendlich gehört es irgendwie dazu, zu versuchen, als kreative Person jetzt, die in der Kreativbranche durchstarten will, musst du irgendwie versuchen, aus deiner Kunst, in Anführungsstrichen, Geld zu machen. Und damit werde ich mich jetzt beschäftigen. Und ich will das aber auf eine ehrliche Weise machen. Ich will jetzt nicht irgendwelche Brand-Kooperationen, irgendwelche Sachen in die Kamera zeigen. Und für jedes dieser vier Projekte sieht das am Ende anders aus. Aber das ist auch schön und ich werde mir das überlegen. Und ich möchte da auch euch inspirieren, weil ich habe das Gefühl, Männer machen das oft und die würden jetzt keinen Podcast anfangen, ohne zu wissen, wie sie damit auch Geld verdienen. Aber wir Frauen, wir sind erstmal so, ja, machen wir halt. Und es macht Spaß und es ist schön und alles, aber es ist auch etwas, woraus
ich sozusagen auf diese Weise profitieren kann. Nicht, weil ich es unbedingt, es ist für mich kein sozusagen, ich mache es nicht fürs Geld, aber ich will das Geld, damit ich mehr davon machen kann, damit ich unabhängiger einfach bin und mehr Zeit habe. Das ist nämlich das Ding, Zeit ist Geld, Geld ist Zeit und ich habe nicht genug Zeit, um alles gut zu machen. Und ich muss mich ein bisschen frei schwimmen von meinem Angestelltenjob, den ich so auch gerne mache, aber der ja am Ende nicht das ist, was ich mit meinem Leben, mit meiner Karriere am Ende machen möchte. Aber ja, das ist ein urspannendes Thema, weil für mich zu sagen, ich möchte mit was Geld verdienen, es fühlt sich für mich ganz falsch an, aber es ist voll okay, haben wir auch vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet, ist voll okay und wichtig, dass wir uns eingestehen, dass es normal und gut ist und wichtig ist, Geld zu verdienen, weil damit kreieren wir uns das Leben, was wir wollen. Gut, jetzt gehe ich aber erstmal ins Waschbecken. Guten Morgen, liebe FreundInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Es war auf jeden Fall ein wilder Morgen. Mit Dingen, die ich, nicht erwartet habe. Sprachnachrichten, die ich nicht erwartet habe. Eine. Aber gut, ich nehme alles, wie es kommt. Und ich war jetzt die letzten Tage wie auf TikTok wegen Taylor Swift. Und dann kamen auch so ein paar Tarot-VorleserInnen. Und die eine hat gesagt, du wirst dieses Wochenende eine Drunk Text bekommen und so. Und ich so, ja klar. Aber ich will das natürlich immer glauben. Und ich habe natürlich gehofft, dass das von meinem Schwarm, den ich gerade habe, kommt. Naja, es kam, aber es kam von jemand anderem. Und es war nicht drunk. Aber für mich hat ihre Vorhersage trotzdem gestimmt und das finde ich jetzt schon wieder crazy. Ich habe gestern gar nicht so viel mit euch geredet, aber ich hatte einen super Tag eigentlich. Der Spaziergang war wunderschön und dann habe ich so ein richtiges Manifestationsritual gemacht und auch geweint und ich habe meine Glitzerjacke angezogen und ich saß dann kurz da und ich habe das in so einem Buch gemacht, was ich schon ganz lange habe. Das habe ich damals von meiner Brieffreundin aus Neuseeland. Ich glaube, sie hat mir das zugeschickt damals. Und da waren so Wunschlisten drin von 2015, 2016, 2017. Ich habe da immer so materielle Wünsche, aber auch Herzenswünsche. Und da mache ich dann auch immer Haken dran. Und da standen so süße Sachen wie das Abi gut abschließen und solche Sachen. Und meinen Weg finden, wissen, was ich nach dem Abi mache. So. Und das war so süß. Und dann saß ich so da an meinem Tisch und ich liebe ja mein Leben. Und ich saß da und also die Nora von damals wäre so glücklich über ihr jetziges Leben. Dann habe ich natürlich geheult und dann habe ich manifestiert und richtig lange, irgendwie eine Stunde oder so. Ich hatte so Manifesting Frequencies von Spotify, so eine Playlist an, ich kann die mal unten verlinken. Und es war eine total schöne Stimmung und es war ja ein 14-Jahres-Zyklus, der jetzt manifestiert werden konnte am Wochenende. Ich werde jetzt ein paar Sachen anpassen. Ich habe mir dann auch richtig eine To-Do-Liste geschickt, weil manifestieren ist das eine, aber dann Sachen in die Tat umsetzen ist das andere. Ach, ich würde so gerne länger mit euch reden, aber ich muss los. Das erste Mal das neue Taylor-Album auf dem Arbeitsweg hören, ich freue mich über. Und es ist diese Woche, ich habe noch keine Blume dran. Es ist diese Woche so ein bisschen, noch ein bisschen schlechtes Wetter und dann geht aber das Sommerwetter los. Und ich bin jetzt so, ich muss auch noch Bett machen. Alle Sachen nochmal anziehen, die ich jetzt lange nicht mehr anhatte. Nehme ich das oder nehme ich die schwarze? Vielleicht sogar die schwarze. Alles nochmal anziehen, was noch so ein bisschen Winter ist, was ich im Sommer nicht anziehen kann. Und da ist dieses Kleid, das hat mir Mama zu Weihnachten geschenkt. Das wird heute nochmal rausgeholt. Auf jeden Fall werde ich ein paar Sachen jetzt angehen. Gerade so was Karriere, I guess, angeht, da habe ich viel in der Hand und da ist viel noch für mich rauszuholen. Kurz das Bett, während ich mit euch rede. Aber ja, ich bin da richtig positiv rausgegangen. Es war richtig gut, das aufzuschreiben natürlich wie immer und zu überlegen, was ich eigentlich will. Diese Gedanken habe ich einfach nicht. Wenn ich da sitzen würde und da mir Zeit für nehmen würde, hätte ich gewisse Gedanken einfach nicht. Deswegen finde ich Schreiben, Tagebuchschreiben so wichtig und deswegen macht das alle. Da kommen einem Dinge, ich sag's euch. Naja, ich pace jetzt los. Wir hören uns vielleicht heute Abend. Ciao! Guten Morgen, meine Lieben. It's a rainy day in Wien. Ich habe gerade lange mit meinem Bruder telefoniert. Das mache ich normalerweise auch nicht, aber der ist jetzt morgens immer spazieren und hat mir so ein bisschen erzählt, was bei ihm gerade ab.
abgeht. Das war ganz schön. Und bei ihm in Dresden scheint die Sonne und er ist gerade durch den Wald gegangen. Und hier regnet es, aber das lieben wir ja, weil wir freuen uns auch, wenn es regnet. Denn wenn es nicht regnet, was? Wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. So, heute in meinem Coaster-App stand so wie Anzughose, also Do's und da stehen immer so Do's und Don'ts anhand der Sterne. Do's, Anzughose und Shoulder Pads. Und ich dachte mir, mache ich ein Outfit draus. Jetzt habe ich wieder diese Jacke hier an. Und diese, das ist das Naheste an Anzughose, was ich glaube habe. Und das wieder. Na klar, ein kleiner Torchard-Port. Muss ein bisschen Lace tragen. Naja, es ist jetzt schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit. Ich werde heute nicht so viel spazieren, weil das Wetter miserable ist, wie Taylor Swift sagen würde. Ah ja, machen wir das Beste draus. Ich muss heute Abend, will ich einen kleinen Haul machen. Deswegen hoffe ich mal, dass das Licht heute Abend besser ist. Ich habe nichts zu melden. Eigentlich habe ich viel zu melden, aber ich habe gerade keine Zeit. Und das tut mir leid. Das wollten wir ja nicht mehr. Wir manifestieren uns Zeit. Well, well, well. Den gestrigen Tag hatte ich so nicht auf meiner Bingo-Karte für diese Woche. Aber gute Dinge passieren, wenn man loslässt. Wenn man mit Warten aufhört und ganz bei sich ist und dankbar ist. Und ich weiß, dass ich klinge wie eine Schallplatte, die immer dasselbe Album spielt. Genauso wie ich gerade die ganze Zeit Taylor Swift das neue Album höre. Das bin ich. Immer wieder dieselben Songs und immer wieder dasselbe sage ich zu euch. Über manifestieren, positiv denken, loslassen, aufhören zu warten. Aber wenn man einmal diese Magie verstanden hat und das umsetzt, also wirklich, die Girls sitzen da im Office und sagen, Nora, gib uns was davon ab. Es ist so. Es ist so. Und ich werde jetzt, ich habe da gestern mit Martha drüber gespaßt, aber ich meine es todernst, ich werde jetzt so eine Art Guru machen. Ich will das mal probieren. Wie eine Art Coach finde ich ganz schlimm. Ich will kein Coach sein, sondern so eine Heilerin. Ich will ihre Heilerin sein. Und bei Laura auch, wenn Laura will. Ich habe eher nur mit Martha drüber gesprochen. Und Martha ist ein harter Brocken, weil sie meint, sie kann diese Bücher und so, wie ich es erzählt habe, Manifest und so, kann sie nicht ernst nehmen. Oder das ist halt so für sie toxische Positivität. Was ich voll verstehe, was aber kompletter Quatsch ist. Und das ist auch schon mal ganz das falsche Denken. Wenn man sich denkt, das funktioniert eh nicht und was ist das für ein Quatsch, klar, dann kann man dieses positive Manifestieren nicht für sich umsetzen, sondern wird in seinem Trott bleiben. Andererseits, Martha hat etwas, was Laura und ich schon lange wollen, nämlich jemanden, mit dem sie fest ist. Wie sie das geschafft hat, weiß ich nicht mit diesen ganzen negativen Gedanken. Ich mache noch besser. Anyway, es gibt nicht nur den einen Weg, ist ja eh klar. Aber es gucken die ganze Zeit Leute von unten rein. Ich tue einfach so, als würde ich telefonieren. Hat eine schöne Zeit gestern. Ich habe eine schöne Zeit gestern Abend. Und das Leben meint es gut mit mir. Heute ist ein Event wieder, eine Ausstellungseröffnung. Und ich gehe da eigentlich privat hin. Ich muss da wieder Stories machen und auch O-Töne von VIPs und bekannteren Persönlichkeiten einholen. Dresscode ist schwarz, naja, das passt ja gut. Und mal ohne Hose, sah irgendwie cool aus. Meine Haare sind so lang geworden schon wieder. Ich fühl's. Ihr Lieben, habt einen positiven Tag. Hallo. Hallo. Wir sind's wieder. Heute nicht am Rauchen. Nee, stimmt. Sondern am Arbeiten. Ich habe heute... Ganz real. Good morning, meine Lieben. Ich bin Brille jetzt schon gar nicht mehr gewöhnt. Ich will jeden Tag Kontaktlinsen tragen. Und das Gute ist, es geht. Mit Monatslinsen, ich bin so happy. Ich mache mal kurz mein Bett. Ich bin heute busy im Stress, weil wir hatten ja gestern das Event. Und am Tag danach ist immer die Nachbereitung. Man macht dann eine Nachricht. Es ist zwar Lauras Event gewesen. Ich habe nächste Woche meine Events, aber ich will Laura trotzdem unterstützen und für sie da sein und alles. Ich bin übrigens 26 Jahre alt, aber ich gebe immer noch meinen Teddys einen Kuss, wenn ich gehe. Sie sind da gut eingepackt. Ich wollte euch jetzt noch kurzes zeigen. Ich war heute Nachmittag eigentlich verabredet mit einem Kumpel.
Aber ich habe dann gesagt, ich muss dieses Video noch schneiden und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, das passt ihm eh ganz gut, dann machen wir das am Wochenende. Das kommt mir so gelegen. Aber ich wollte euch jetzt noch kurz einen kleinen Haul machen und dann heute Nachmittag zeigen, wie es angezogen aussieht. Und zwar geht es um die neuen Teile von Armed Angels. Ich kann euch eh mal meinen Schrank zeigen. Look at this. Es ist eigentlich Hälfte schwarz, Hälfte bunt. Das sind meine zwei Persönlichkeiten. Wie lustig eigentlich. Naja, ich durfte mir noch mal ein paar Pieces aussuchen. Und bei der Seite ist mir direkt dieses Muster in den Kopf gesprungen. Ich hänge es mal so auf. Wie cool ist dieses Kleid? Sorry, aber das ist so... Es ist so Milchmädchen, Dorffrau, aber lebt in der Stadt, Vibes, mit roten Lippen. Ich sehe mich darin. Das sieht, glaube ich, also ich weiß, dass es angezogen cool aussieht, weil ich hatte es schon an. Es hat so einen weiten, ausgestellten Rock, der auch so weit ausgestellt bleibt. Ich knüpfe das dann auch ziemlich weit auf. Und hier geht es aber zusammen in der Taille. Also das ist mal cool. Das ist Loretana College Check. Sehr nice Kleid. Dann komplett, jetzt gehen wir auf die andere Farbe. Dann habe ich hier in Black dieses wunderschöne Kleid, was hier so einen Ausschnitt hat, eng anliegend ist und sehr weit runter geht. Hello! Dieser Stoff, Leute, dieser Armed Angels Stoff, das ist dieser Stoff, den auch meine T-Shirts haben. Ich kann euch nicht sagen, wie weich und angenehm das ist. Und, also, es sieht einfach nur gut aus. Ich zeige es euch heute Nachmittag angezogen. Wunderschönes Kleid. Es gab es auch noch in Beige, aber ich habe mich für Schwarz entschieden, weil das, glaube ich, zu meinem Hautton besser aussieht. Das ist Ezila. Und jetzt kommt noch ein cooler Rock. Schaut mal. Den habe ich hier, weil das so schön aussieht in meiner Wohnung, so eine bunte Farbe macht. Das ist dieser wunderschöne Rock. Weil ich dachte mir, mehr Farbe in meinem Leben. Ist ja mein Goal. Wie cool ist der bitte? I'm sorry, was? Und heute, liebe Freunde, ist der letzte kalte Tag. Ab morgen wird es wärmer. Also morgen werden es so 17 Grad. Aber heute ist nochmal Schoßhosenwetter und dann wird es hier 24, 25 Grad die ganze Zeit. Und ich freue mich so, diese neuen Teile zu rocken. Als ich die anprobiert habe, als ich sie bekomme, habe ich mich so gefreut. Das ist der Lia Nostalgia. Och, das ist aber auch ein schöner Name. Ja, weil das sind so nostalgische, wie wenn man als Kind übers Feld, über die Blumenwiese gesprungen ist. Und das ist ein ganz schöner Stoff. Da gibt es auch noch das passende Oberteil dazu. Eigentlich hätte ich gerne so einen Komplett-Look. Ich finde es urschön. Und es fällt richtig cool. Also, ja, ich freue mich schon auf meine schönen bunten Spaziergänge damit. Ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ja, und macht mich glücklich, so wenn ich es anschaue. Die Farben machen so irgendwie zu in mir. Naja, jetzt laufe ich los. Heute ist schon ein bisschen Sonnenschein. Da freue ich mich natürlich doll. Leute, ich bin wieder zu Hause und habe mich jetzt gleich mal in Schale geworfen, um euch die Armed Angels Looks zu zeigen. Hier Nummer 1. Es hat gerade noch geregnet und ich habe mich gerade so gefreut. Ich liebe ja Regen. Kleid Nummer 1 ist dieses enge schwarze Kleid. Ja, es ist ein enges schwarzes Kleid und es geht sehr weit runter. Steht so auf Zehenspitzen. Es ist sehr lang, aber dieser Stoff, Leute, der Stoff, wenn ich den Stoff beschreiben könnte, es ist ganz dünn, ganz angenehm. Es ist so, er ist so ganz weich und einfach wie eine Umarmung. Ich weiß nicht, ich kann es nicht so richtig beschreiben, man muss es eigentlich fühlen, um es zu verstehen. Und ich finde halt, das ist ein wunderschönes, sexy Detail. Und ja, kann man machen, würde ich sagen, für den Sommer. Es ist auch, dadurch, dass der Stoff so natürlich ist, habe ich jetzt auch nicht die Angst, hier drin zu schwitzen oder stinken oder wie auch immer. Das hat man ja manchmal mit so synthetischen Stoffen. Hat man hier aber nicht, weil das einfach so, es ist so luftig und locker leicht. Ja, also das ist das erste. Das Look könnte man auch so mit einem Zopf oder so tragen, damit das hier noch mehr zur Geltung kommt. Aber ja, love. Ziehe ich das zweite Kleid an. Das ist Look Nummer 2. Dieses wunderschöne Kleid. Das ist, wenn ich mal so tun will, als wäre ich brav, obwohl ich es gar nicht bin. Ich habe hier nämlich auch ziemlich weit aufgeknöpft. Das heißt, wenn man läuft, zieht man meine Beine durch. Aber ansonsten ist dieses Kleid relativ, hat so einen Schnitt, der auch bleibt. Es ist relativ stiff, wie ihr seht. Aber ich meine, wenn man sich bewegt,
Schaut euch an, wie cool das Kleid ist. Ich finde es mega. Als ich es gesehen habe auf der Seite, war ich so, wow, I need it. Es ist irgendwie mal vor was anderes. Und es ist ganz, es ist ein anderer Stoff. Es ist nicht dieser weiche Stoff von dem Kleid gerade, sondern eher so eine härtere Baumwolle. Aber ist es Baumwolle? Lass mal kurz schauen. Ja, 100% Baumwolle. Aber auch ganz, ganz leicht für den Sommer. Also auch wenn es lange Ärmel hat, wird man hier jetzt nicht so schlimm schwitzen, sondern kann sich trotzdem gut drin bewegen. Also ich liebe es. Jetzt noch der Rock. Ladies and Gentlemen, der Rock. Ich habe jetzt das mal mit diesem T-Shirt kombiniert. Das ist auch von Armin. Das habe ich euch das letzte schon gezeigt. Weil das das gleiche Poppy Red ist, was da auch in diesem Rock drin vorkommt. Armin. Er ist wunderschön. Und er ist auch in so einem leichten Sommer. Ich werde mich schützen. Stopp. Und er ist halt einfach so ein schönes Muster. Wie schön ist das? Und man kann es natürlich ja mit so einem bunten Top kombinieren, aber natürlich auch mit weiß. Ich werde es wahrscheinlich am allermeisten mit einem weißen Top einfach kombinieren oder auch mal nur mit einem BH oder Knieoberteil, wie auch immer. Ich liebe ihn. Ich bin schwer begeistert. Schwer begeistert. Und wie immer habe ich natürlich auch einen Code für euch. Wieder von Armed Angels. Mit Nora15 bekommt ihr 15% auf eure Bestellung. Ich habe auch alle Teile unten in der Infobox nochmal verlinkt. Und ja, ich bin vorhin, war ich so auf Arbeit und ich war so, ach, jetzt muss ich zu Hause noch schnell den Haul filmen. Dann habe ich so eine krasse Dankbarkeit gehabt, dass ich das machen darf, mit meiner Lieblingsmarke zusammenarbeiten darf und irgendwie jeden Monat mir Dinge aussuchen darf beim Angels. Das ist so schön und manchmal, das lerne ich ja auch gerade in meinem Manifest-Buch, manchmal stressen uns so Dinge, gerade was Arbeit angeht, aber voll oft hilft es, wenn man mal switcht den Schalter und sich denkt, eigentlich bin ich voll dankbar, dass ich zum Beispiel arbeiten darf oder dass ich hier im Trocknen vor meinem Computer sitzen darf. Ich bin auch froh, dass es ein Apple MacBook ist und kein Windows. So nach dem Motto, es gibt so viele Sachen, für die man immer dankbar sein kann. Und das hilft einem, glaube ich, voll oft in schweren, stressigen Momenten auch. Also es kann einem helfen. Und ich habe das jetzt irgendwie auch nochmal für mich wahrgenommen, dass ich das auch noch mehr versuchen möchte. Ich habe nicht so viele Dinge, wo ich mir denke, aber ja. Ich glaube, das größte Learning von dieser Woche aus diesem Manifest-Buch, ich bin noch voll dabei, ich habe jetzt jeden Tag so ein bisschen gelesen, jetzt hoffentlich diese Woche beenden, weil ich will den ganzen Wisdom in mir drin haben und dann weitergeben. Aber das mit Interessanteste, was ich gelernt habe, war eben zum Thema Dankbarkeit, dass wir immer denken, wenn auch dieses Kuchenstück dazukommt, also wenn mein Leben ist eine 9 von 10, aber wenn ich nur einen Freund hätte, so sind wir ja ganz oft. Und wir tun unsere Dankbarkeit oder unser Glück an so Dingen festmachen. Und das ist nicht so gut. Das ist nicht gut, weil damit verschließen wir uns von einer kompletten Dankbarkeit und einfach eine Gratitude, wie sie es nennt, für das, was wir schon alles haben und wie gut es ist. Und man sollte das Glück nicht an Dingen festmachen, sondern ja, man sollte Dinge wollen und manifestieren, aber schon jetzt, sie beschreibt das besser. Ihre Worte könnten das besser beschreiben, aber wisst ihr, was ich meine? Und ich bin absolut genauso, ich bin immer so. Also ich schreibe buchstäblich und ich freue mich schon das nächste Mal, wenn das so ist. Ist das wöchentlich oder monatlich? Ich glaube wöchentlich in mein Dankbarkeitstagebuch bei der Wochenreflexion. Was ist, wie war die Woche? Und das ist meistens eine 9 von 10. Weil ich sage immer, wenn mich jemand fragt, mein Leben ist 9 von 10. Oder auch in der Monatsreflexion ist es immer die Gegenwart, da mache ich immer 9, die Zukunft 10. Weil ich mir denke, in der Zukunft habe ich alles. Aber honestly, jede Woche, es könnte auch eine 10 sein. Und auch die Gegenwart könnte eine 10 sein. Weil, ob ich jetzt einen Freund habe oder nicht, oder einen Partner oder wie auch immer, oder all das, was diese Woche Tolles passiert ist, was ich nicht glauben kann, sollte gar nicht so viel damit zu tun haben, wie es mir geht. Weil ich einfach, erstens habe ich mich und ich habe so viele tolle Sachen, die mein Leben schon voll machen und
ich bin einfach so dankbar für jede kleine Sache. Heute gab es auch so eine Dankbarkeitsübung. Für jede kleine Sache, die ich habe und erleben darf. Ich kann euch 10 Minuten nach dem Aufstehen schon 10 Dinge aufzählen, für die ich dankbar bin. Und warum ist mein Leben dann keine 10? Ganz ehrlich. Deswegen, das habe ich diese Woche gelernt. Ich weiß, es ist ein bisschen schwer zu verstehen, dankbar zu sein, wenn man doch manifestiert, dass sich das Leben noch ändern soll. Aber du brauchst erstmal eine grundlegende Positivität und Dankbarkeit für das, was du schon hast, damit du noch nach mehr streben kannst. Meine weisen Worte zum Donnerstag. Und dann habe ich einen Abend für mich und ich mache heute tatsächlich das Vollmondritual, hole ich nach, weil in der Nacht des Vollmondes war ich woanders, also nicht in der Nacht, aber am Abend, wo ich sonst hätte machen können. Gestern war ich auf dem Event, von was wir gemacht haben mit der Agentur. Nächste Woche sind auch 2 Events und eine Party am Freitag. Party, sage ich jetzt mal. Es ist eine Party. das Leben ist gerade und immer gerade besonders aufregend und schön. Und ich weiß es nicht, es ist... Ich kann es wirklich nicht mit anderen Worten beschreiben, außer dass es was Magisches hat. Und ich weiß aber ganz tief in mir, dass es keine Magie ist, sondern dass es einfach ich bin und das, was ich anziehe und worauf ich seit Jahren hingearbeitet habe, mental. Und natürlich aber es ist auch Glück. Aber vielleicht ist es auch Magie. Doch sicher ist es Magie, die Magie des Universums. Naja. Und ich freue mich, dass Leute manchmal kommentieren, dass ihnen das was gibt, mich so glücklich zu sehen oder meine Videos zu sehen. Dass genau das will ich erreichen, dass ich das weitergeben kann. Und das will ich über das Internet machen, aber auch in Real Life. Und ja, ich glaube, ich habe diese Woche auch wieder nicht so viel Zeit gehabt, das, was ich sozusagen manifestiert habe am Wochenende, für die nächsten 14 Jahre oder das, was ich jetzt in Richtung Karriere machen möchte, umzusetzen. Nämlich, das habe ich am Anfang des Vlogs angesprochen, meine Bereiche, meine Schaffensbereiche zu monetarisieren. Aber ich glaube, jetzt am Wochenende setze ich mich mal hin und überlege mir da was Besseres. Zum Beispiel, ich bin eigentlich nicht so der Typ dafür, aber vielleicht muss ich auch aufhören mit dieser Sage, also das zu sagen. Weil vielleicht läuft das Game einfach so, dass man auf YouTube halt so ein bisschen Clickbait-Titel benutzen muss. Das machen alle und vielleicht sollte ich das auch machen, statt so das, was ich jetzt immer mache. Das ist halt voll ich so jetzt, aber ich brauche, glaube ich, einfach Titel, die mehr geklickt werden. Wenn doppelt so viele Leute meine Videos schauen würden, würde ich schon doppelt so viel Geld kriegen, was schon immerhin 200 Euro im Monat wäre. Wow, für so viel Arbeit. Aber es macht mir ja Spaß. Aber warum soll das, was dir Spaß macht, nicht deine Arbeit sein? Ich will, ich will das verbinden. Und das werde ich verbinden. Und daran arbeite ich jetzt dieses Wochenende dann. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns am... Vielleicht wird mich das Weekend. Es wird wunderschönes Wetter. Ab jetzt wird es warm. Ich bin jetzt gerade nochmal durch den Regen nach Hause gelaufen. Und alle haben mich angeguckt, weil ich war so... Ja, wirklich so habe ich gemacht. Und mich gefreut im Regen. Ich will mal wieder so richtig im Regen tanzen. Aber es muss vielleicht ein Sommerregen sein, damit man sich nicht so erkältet. Ich weiß damals, ganz damals, ich war vielleicht 13, habe ich mit Rebecca, da war Rebecca mal mich besuchen. Wer kennt Rebecca noch? Die Rebs. Und haben wir auf der Straße getanzt und dann gab es auch so ein süßes Bild von uns. Das war eigentlich Goals. Und ich habe lange nicht mehr so auf der Straße getanzt, aber ich würde es mal wieder machen. Ja. Anyway. Ich verabschiede mich. Der Song der Woche ist The Alchemy von Taylor Swift. Das fühle ich gerade sehr, das Lied. Ich liebe es. Und ich liebe das ganze Album. Ja, ich höre jetzt auf zu reden. Tschüss, danke für alles und wir hören uns. Tschüss.